Die, die gestern beim Sparkassenkarneval waren, die wissen, wovon ich rede. Lieber Lars und liebe Helga, hochverehrtes Prinzenpaar, ein herzliches Hallo an euch und an die große Narrenschar. Ich will den Nachmittag mit euch verbringen, mit Trinken, Witzen, Tanz und mit sehr viel Singen. Was waren das für 3 Jahre, haben bei mir gebracht nicht nur graue Haare. Corona vermiesste uns leider lange das närrische Treiben, doch viel wichtiger war es, gesund zu bleiben. 2 Jahre lang hat es uns das Virus doch recht schwer gemacht, aber wir lassen uns nicht unerkriegen, das wäre ja auch gelacht. Trotz allem Frohsinn und Heiterkeit, ein Krieg brachte Europa im letzten Jahr großes Leid. Doch Kassel stand zusammen, das war doch klar, um zu versorgen die große Flüchtlingsschar. Die Folgen des Kriegsgeschehens gingen an uns nicht vorbei, die Regale waren leer, sogar beim Babybrei. Selbst Hund und Katze waren auf Diät, weil uns ihr auch der Nachschub fehlt. War selbst den Tränen so nah, schier unbezahlbar war der Schoppen, wenigstens mussten wir uns diesmal nicht noch ums Papier kloppen. Die Energiekrise lässt uns wie in alten Zeiten überwintern, daheim in Strickjacke mit einem kahlen Hintern. Kluge Tipps aus Berlin bringen da nun wirklich nichts ein. Statt der Dusche soll es da der nasse Waschlappen sein. Im Winter helft ihr euch mit Stahl, mit warmen Mützen. Auch das Einwohnerenergiegeld soll euch unterstützen. Während der Bund die Rentner erst vergessen hat, bekommt hier den Zuschuss die ganze Stadt. Auch manch einer sah am Steinweg schon die größten Verluste, als man das Fahrrad ein Stück weit schieben musste. Wenn das die größte Sorge war in dieser Krisenlage, dann ging es uns in Kassel doch wunderbar zu dieser Tage. Im Dokumentarsommer traf man von überall her viele Touristen. Nur aus dem Bundestag konnte ich wirklich keinen sichten. Deren Einschätzungen aus der Ferne waren oft ein Graus, während hier Tausende feierten rund ums Ruhehaus. Doch eines ist an dieser Stelle gleichwohl auch der wichtigste Satz: Antisemitismus hat in unserer Stadt überhaupt keinen Platz. Und noch eines ganz laut und deutlich, könnt ihr mich gut hören? Für uns sollen die Dokumente immer zu Kassel gehören. An dieser Stelle möchte ich auch nicht versäumen, denen zu danken, die sich täglich für uns aufbäumen. Wer Polizei, Sanitäter oder Feuerwehr attackiert, der gehört für mich schnellstmöglichst inhaftiert. Ihr lieben Leute, lasst euch das Leben nicht verdrießen. In unserem Nest konnten wir sogar den fliegenden Weihnachtsmann genießen. Denn Lebensqualität muss stets auch noch sein. Selbst wenn viele Sorgen verbessern den Wein. Möge euch 2023 bringen nur Glück und Segen und nicht wie einen Sommer ganz ohne Regen. Feste soll man feiern, wie sie fallen und manchmal einen Korken knallen. Ich wünsche euch eine gute närrische Zeit, dass ihr mir alle gesund und munter bleibt. Drum sage ich nur noch eines zum guten Schluss, dann ist aber wirklich genug mit meinem Schluss. Mit euch Karneval feiern, das hat Tradition, das ist mir wirklich wichtiger als jede Rathauskoalition. Ihr Senioren bereitet mir die wenigsten Sorgen, gestern, heute und wenn ihr es wollt, auch noch morgen. Allen Närrinnen und Jecken sei herzlich Dank gesagt, dass ihr den Karneval in Kassel weitertragt. Jetzt fasst euren Tischnachbarn an, egal ob Mann, ob Frau oder unser Gunther, und hakt euch alle unter, macht kräftig Radau und ruft mit mir kräftig ein Dreifach.